So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, endlich wieder ein neuer Tag, endlich wieder ein neuer Shop. Ist erst wieder mein zweiter Shop seit gestern, weil, wir haben ja gesagt, ein bisschen Content muss ich für euch dann doch wieder bringen, weil ich merke schon, die Livestreams allein, ja, die reichen euch anscheinend nicht. Deshalb gibt es halt jetzt wieder den täglichen Shop, wo ihr einmal natürlich den Shop seht, natürlich ein paar Infos, was meinen Kanal betrifft. Und natürlich auch was die V-Bucks-Missionen betrifft, in Rette die Welt. Weil wir wissen alle, die V-Bucks sind verdammt teuer. Deshalb haben wir auch noch Rette die Welt, wo wir jetzt in den letzten 30 Tagen allein 1860 V-Bucks bekommen haben. Nur durch V-Bucks-Aufgaben. Ohne tägliche Aufgaben, Einlog, V-Bucks. Also man kann eigentlich zurzeit sagen, Rette die Welt ist eine kleine Geldmaschine, was V-Bucks betrifft. Aber denkt dran, jetzt habt ihr die Zeit. Wenn ihr vom Level noch nicht hoch genug seid, investiert eure Zeit lieber in Rette die Welt, so ihr, dass ihr wirklich alle V-Bucks-Missionen immer machen könnt. Aber ich würde sagen, genug gequatscht. Erstmal nochmal ein ganz schnelles Dankeschön an den Julian Burg, der gestern neu dazukam in die Familie. Er ist jetzt auch Mitglied. War bisher ein stiller Zuschauer. Aber mal gucken, ob sich das Ganze jetzt ändern wird. Aber jetzt würde ich mal sagen, gehen wir mal direkt rein in den Shop. Und was sehen wir? Aha, die kleine Schwester. Die Highlandkriegerin hat einen neuen Stil bekommen. Und wer sieht auch so aus? Ja? Na, welcher Skin ist das? Genau, der allerbeste Skin ever. Aber die Highlanderin so an sich ist sie nice, um Gottes Willen. Ich weiß wieder nicht, warum sie mir das Backbling hier mit reinbauen. Aber, wie gesagt, neuer Stil. Also wer den Skin schon hat, GG an der Stelle. Weil, warte, Schwester, Schwester, was redet ihr da? Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da. Von ihm meine ich nämlich. Könnte die Schwester sein, oder? Kann man so sagen. So. Bam, 3 Millionen Klicks. Oder? Ich würde sagen, das ist die kleine Schwester. Des Weiteren haben wir dann natürlich noch das Rückenaccessoire dabei. Passt natürlich zu dem Skin wirklich nice. Ist halt wie so Game of Thrones. Also der Skin ist echt. Also mir gefällt er persönlich. Ob ich ihn jetzt selber spielen würde, ja, ich denke mal schon. So, dann haben wir noch Silberzahn dabei. Diese Töne, inzwischen habe ich mich an die Pickaxe-Töne echt gewöhnt. Ihr merkt schon, ich bin noch überhaupt nicht richtig wach. Nach 2 Wochen mal wieder so früh aufstehen. Eieiei. Und ja, ich muss leider jetzt arbeiten gehen. Deshalb seht ihr schon, warum das Shop-Video so früh kommt. Also so, abgenutzte Schwarz. Wurde mir sogar geschenkt. Grüße gehen an der Stelle raus. Aber ich sag ganz ehrlich, die Tarnungen. Achtet ihr noch drauf, was für Tarnungen ihr habt? Ganz ehrlich, wir haben so viele Tarnungen. Also ich persönlich habe inzwischen, ich weiß gar nicht, ich glaube die goldene. Ja, aber nicht unbedingt, weil ich will die unbedingt die goldene haben. Also ich persönlich achte eigentlich gar nicht mehr auf die Waffentarnung. Dann haben wir hier die stillen Klingen. Ja. Ist jetzt nichts so weltbewegendes. Vom Ton her auch Standard, würde ich behaupten. Und natürlich Stillschweigen. Den Skin feiere ich immer noch. Danke nochmal dafür, dass du mir geschenkt hast. Grüße gehen da definitiv raus. Ich bin mir sehr sicher, ob es Zampel war. Aber wenn nicht, dann trotzdem danke. Deshalb ist das Problem ist halt einfach, sich zu merken, welcher Skin von wem ist, ist natürlich auch nicht so leicht. So, dann haben wir unseren kleinen Minotaurus noch drin. Da feiere ich ja dieses Rückenaccessoire, ist echt so nice. Aber ich muss sagen, derzeit ist halt wirklich so, hier so Skins. Die werden, glaube ich, selten werden. Weil jetzt, wo Fortnite so ein bisschen in der toten Phase ist, wer jetzt in Fortnite noch Skins kauft, der wird eher seltene Skins später haben, falls Fortnite noch 2, 3 Jahre macht, als, würde ich mal sagen, früher. Weil früher, die haben eigentlich eher die Leute noch gehabt, aber ja, wir müssen einfach mal abwarten, was die Zeit bringt. Dann haben wir noch die Raufbolle mit drin. Kleine Marini-Lady. Und der will sie aber auch nicht nachts begegnen. Ich glaube, die sagt dir schon klipp und klar, wo es lang geht. Und dann haben wir Tango noch mit drin. Den gab es doch mal. War das nicht der Skin, den man bekommen hat bei irgendeinem Turnier? Ich meine ja.
Dann haben wir Fußfinesse. Ah ja. Man müsste echt von den ganzen Emote-Tänzen und so echt die Musik rausnehmen können und die ins Menü packen können, ey. Manchmal wäre es echt ganz chillig. So, dann haben wir noch Schattentraining. Ja, mit meinem kleinen Spezialagent. Ist schon nice, um Gottes Willen. Für 200 V-Bucks macht man da eigentlich nichts verkehrt. Dann unendlicher Depp. Bam, 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 bam. Ja, der geht unendlich. Gott, wie das bei ihm aussieht. So, dann haben wir noch Spritzerspektrum. Ah ja. Aber da sind wir halt wieder beim Thema Tarnungen. Ja. Die wechselt aber wirklich komplett durch, von dunkel auf hell. Ist halt die Frage, also wie gesagt, ich achte selber nicht mehr so darauf. So, dann haben wir natürlich immer noch drin, für mich heißt er trotzdem Aurum, wenn alle immer Oro sagen. Ist immer noch nice, der Skin, aber ich muss sagen, der erste Hype für mich ist irgendwie vorbei. Der ist mir dann doch ein Tick zu hell im Spiel, habe ich irgendwie das Gefühl. Oder ich muss mal eine andere Variante spielen, also hier in der Variante. Nicht in der vollleuchtenden, weil irgendwie... Ich komme mir immer vor, als würden die Gegner mich 10 mal besser sehen. Dann der Hängegleiter. Ich musste mir kaufen, einfach weil er dazugehört. Aber ich muss sagen, er ist einfach zu groß. Also mit dem Hängegleiter, der passt noch nicht mal wirklich ins Bild rein. Weil so, wenn ihr aus in die Map reinspringt, er schafft noch nicht mal seine ganze Flügelspannweite ins Bild zu kriegen. Also er ist wirklich riesig. So, das, die anderen Pakete sind anscheinend draußen. Ich weiß jetzt nicht, ob das 10 Euro Paket jetzt noch mit ihm hier drin ist. Aber die Skins hier sind anscheinend nicht mehr zu kaufen. Warte, jetzt meine ich genau hier die 3. Weil sonst hatte ich das Paket eigentlich immer noch links stehen. Also es wird wahrscheinlich schon draußen sein. Aber... ich würde sagen, das war es erstmal mit dem normalen Shop-Video. Wir gehen schnell rüber zu Rette die Welt. Denn es gibt 2 V-Bucks-Aufgaben definitiv heute. Und wir haben natürlich die Seite schon offen. Einmal in 64 und einmal in 100. Aber wir werden natürlich gemeinsam gucken, wo das Ganze zu finden ist. Bam, bam, bam. Wenn Vorteil mal ein bisschen schneller macht. Ich muss halt echt sagen, 1860 V-Bucks in den letzten 30 Tagen ist halt schon heftig. Also plus die 50 V-Bucks jeden Tag sowieso. Also schon eine Hausnummer. Plus das Einloggen. Da kommt schon einiges zusammen. Aber es waren auch gute Sachen in letzter Zeit im Nightclub-Shop. Muss man eigentlich auch ehrlich dazu mal dabei sagen. So, 64. Schauen wir mal. 64. Wo haben wir es versteckt? Na, 64. Hey. Bin ich wieder blind? Bam, 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 bam. Oder habe ich es schon wieder übersehen? Ja, sind wir auch bei 64. 70. Ah, da ist es doch. Die ist es. Also einmal Schutzbunker evakuieren, 35 V-Bucks, 90 Vorteil fix, 98 Tickets. Das war die, dann haben wir noch eine auf Level 100, die werde ich, denke ich mal, bitte nicht so schneller finden. Weil da unten irgendwo, genau, hier ist es schon direkt, 40 V-Bucks, 36 Regentropfen, plus Vorteil plus, also man bekommt noch Vorteil plus, legendär. Weil das werdet ihr definitiv gebrauchen, wenn ihr allein schon anfangt, die Waffen hochzuskillen. Weil ihr seht schon recht, selbst ich habe es hier noch nicht voll, also holt euch diese Vorteil plus Dinger. Also ich kann es euch nur empfehlen. Dann schnell der Lama-Shop. Ja, nichts Besonderes in meinen Augen. Ihr wisst ja, von den Lamas halte ich sowieso nicht wirklich viel. So, da haben wir noch nichts. Dann haben wir hier 11.300 Gold. Ja, ich habe ein bisschen mehr Rette die Welt gespielt. Aber ich muss auch dabei sagen, ich kaufe mir nicht mehr hier die Skins. Weil ich spiele halt einfach diese Art von Skins nicht mehr. Und die Klassen spiele ich eigentlich auch nicht.
Deshalb spare ich mir da eigentlich relativ schnell ziemlich viel Geld. Weil ich spiele halt wirklich nur noch Entdecker. Roboter, Dings dahin stellen und dann rockt die Party eigentlich schon von alleine. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop-Video. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich muss zwar jetzt auf die Arbeit, aber ich denke mal, dass auch bei uns die Arbeit ein bisschen anders derzeit läuft als sonst. Aber davon werde ich euch morgen mal berichten. Ich bin halt echt mal gespannt, weil wie gesagt, ich war seit 2 Wochen selber jetzt nur beim Einkaufen. Heißt 1 Kilometer gefahren, schnell einkaufen gegangen und wieder nach Hause. Also ich bin echt mal gespannt, was so in der Außenwelt so passiert. Und in dem Sinne würde ich sagen, danke für den Support und haut rein.